Ja gut, und dann am Samstag werden wir uns ein bisschen eintiefen in die Labordiagnostik. Jetzt nicht jetzt auf die zirkulierenden Krebszellen und die teuren Verfahren, sondern ich werde euch aus dem ganz stinknormalen Labor mal ein paar Parameter zeigen, die ganz, ganz wichtig sind während der Behandlung von Krebs. So einfach wie der Ferritinwert zum Beispiel, oder wenn der hochgeht, wissen wir, dann ist die Kacke am Dampfen, oder? Oder wenn der Wert für Vitamin D3 nach unten geht, wissen wir genau, was wir zu tun haben. Und es gibt andere Tricks, oder beim Non-Hodgkin-Lymphom oder auf den LDH-Wert zu achten. Ganz einfach stinknormaler Laborwert. Auch wenn der hochgeht, wissen wir, die Erkrankung schreitet fort und wir brauchen keine Tausende von Euro, Tests, um unsere Krebspatienten zu begleiten. Gut, Patrick, spricht über Entgiftungsstörungen, die ganz, ganz wichtig sind. Wir werden ganz, ganz viel über PK, MFT, und systemische Therapie hören. Und dann mein Freund Paul Anderson, das wird mit Sicherheit für mich der Höhepunkt von unserem Krebsseminar sein, ist am Abend, am Samstagabend, ist Paul für mich der bedeutendste Krebsbehandler. Er ist zwar nur Naturopath, das ist so das Äquivalent vom Heilpraktiker, das ist eine vierjährige Ausbildung an der Uni in den USA. Und Paul Anderson ist für uns alle aufgestiegen als der bedeutendste Ratgeber und bedeutendste Behandler bei Krebs, der diese Brücke geschlagen hat zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin, wie man die Onkologie richtig verwenden kann, Einzelteile davon richtig verwenden kann und auf der anderen Seite das Riesenspektrum an therapeutischen Möglichkeiten, die sinnvoll eingesetzt, fantastisch helfen und fantastisch wirken. Ja. Und Paul wird euch einige Augen aufmachen, ja, was hier möglich ist. Gut, jetzt das Video sollte kurz sein. Mehr möchte ich im Moment nicht sagen. Ja, aber wir werden so diese große Brücke schlagen zwischen den eher psychologisch orientierten Verfahren unserer Kräuterbehandlung, die ganz, ganz wichtig ist, der Einsatz von bestimmten Vitaminen und Nährstoffen. Zumindest kurz erwähnen die Ernährung und den Sport und bis hin zu den einfachen intravenösen Therapien, die ihr als Heilpraktiker auch machen könnt, die wir Ärzte machen dürfen, wo wir in Deutschland im Moment noch in einer super Situation sind, dass wir über bestimmte Apotheken die ganzen Medikamente bekommen, die inzwischen in den USA nur im Untergrund verfügbar sind. Oder wir werden nicht ganz vermeiden können, ein bisschen am Rande immer wieder über die Politik zu sprechen, die darauf hinzielt, dass uns die ganzen Methoden, die wirklich gut sind und funktionieren und veröffentlicht sind, dass die gefährdet sind im Moment. Und deshalb ist es mir wichtig, dass so viele von euch den Spielball aufnehmen und damit loslaufen und euren Patienten helft. Gut, mehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Seminar. Und guckt, dass ihr, vielleicht für uns wäre es schön, wenn ihr selber in eurem Umkreis Leute ansprecht, vielleicht auch über eure Internetseiten die Einladung weitergebt für unser Seminar. Ja, und damit verabschiede ich mich. Und freue mich, ist ja bald.